Nach unserem letzten Besuch sind wir wieder in Bulgarien. Mitten im Hochsommer, in der Hochsaison, herrscht hier Weltuntergangsstimmung. Nicht nur die Gäste mussten heute umdisponieren. Auch Hotelchefin und No Angels-Sängerin Lucy ist jetzt mit einem Besen bewaffnet. Also das war unfassbar. Unfassbar, was hier passiert ist. Das ist halt, der Himmel ist runtergefallen. Der Himmel. Und dann muss halt auch die Geschäftsführerin da richtig handhaben. Ja, das ist jetzt kein Problem. Also es gibt ja niemand anderen, der das jetzt machen kann. Also das ist jetzt ganz normal, weil Rezeption hat jetzt richtig viel zu tun. Es ist nur eine kleine Schadensbegrenzung, denn das Hotel ist gerade gut gebucht. Und eine Unwetterwarnung gab es eigentlich auch. Eigentlich. Wir haben im Internet eine Warnung von unserem Bürgermeister bekommen, dass man in 20, 30 Minuten sowas richtig Krasses zu erwarten hat. Habe ich natürlich im Nachhinein gelesen. Jetzt ist auch zu spät. Zu Bruch gegangen ist im Vier-Sterne-Hotel nicht wirklich was. Aber die Popstar-Hoteldirektorin ist nicht begeistert von der Situation, überspielt das aber mit vorgetäuschter Freundlichkeit. Bitte schön, das war mir eine Freude. Vor allem, dass alle Gäste heute Abend bei extrem schwülen Temperaturen im Innenbereich speisen müssen, statt im eigentlich frisch verschönerten Außenbereich, stört Lucy. Und dass draußen nach dem Unwetter nicht schon längst wieder alles in Ordnung gebracht wurde. Die Bulgarin mit deutschem Ordnungssinn ist not amused. Schau mal, dieser Tisch. Weißt du, das ist alles so. Diese Tische, die sind unbedeckt. Warum ist denn das so? Was soll das? Und das ist ein Thema, die 30 Mal habe ich das irgendwie immer hier zum Thema gemacht. Und das ist jedes Mal das Gleiche. Dann gibt es die Entschuldigung, dann gibt es eine andere Entschuldigung. Dann hieß es, wir haben nicht so viel Unterteller. 30 neue Unterteller habe ich gekauft. Wir haben das nicht, das habe ich auch gekauft. Das ist immer noch das Gleiche. Das ist echt so. Macht mich wahnsinnig sowas, weil. Da liegt ordentlich Ärger in der Luft. Aber eigentlich kann Lucy sehr zufrieden sein. Immer mehr Gäste und steigende Umsätze. Das Hotel ist ein wirtschaftlicher Erfolg. Und plötzlich haben sogar gleich zwei Mitarbeiter den Weg nach draußen gefunden. Aha, jetzt machen die das.